Hallo meine lieben und schönen Weiber, ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Heute am Donnerstag, dem 12., demzufolge ist morgen Freitag, der 13. Und wir gehen in eine mega spannende Energie rein, heute hier an unserem Stammtisch. Und ich grüße auch alle ganz, ganz herzlich, die zum ersten Mal dabei sind, die neu dabei sind, die gerade jetzt über dieses zeitlose Video stolpern. Also wann auch immer du dieses Video schaust, alles ist jetzt. Und jetzt kann hier eine ganz wunderbare Botschaft für dich enthalten sein. Und wie ihr seht, bin ich heute hier total Freestyle und wollt mal unsere Dorfkneipe, ne? So heißt ja unser Donnerstag, wollt mal unsere Dorfkneipe total aufs Wesentliche reduziert, ohne Stativ für euch in die Kiste kriegen, weil ich habe heute Kommentare gelesen. Also mich hat es ja heute echt vom Schlitten gehauen. Dazu kommt gleich noch mehr. Ich habe mich riesig gefreut, wie gut die Gefühlslegung bei euch angekommen ist mit dem Runik-Tarot. Und ich würde mal sagen, der Runik-Tarot rockt. Der ist einfach nur geil. Ich muss es jetzt wirklich sagen, ich bin auch froh, dass ich den wiederentdeckt habe. Wir hatten ja schon mal mit dem gelegt. Der ist natürlich wirklich nicht einfach. Da kann man so tief in die Symbolik einsteigen, aber ich befürchte schon fast, genau das wollen wir hier. Und ja, das wollen wir hier. Ne? Ihr merkt schon, unser Orakelkuckuck ist auch mit am Start. Und deswegen gibt es heute in der Dorfkneipe ein legendäres keltisches Kreuz mit Runik-Tarot und Erat Aliquando. Ich habe hier auch noch die Runen mit am Start. Ich weiß aber nicht, ob das nicht zu unfallreich wird. Umfangreich! Und guckt euch das Siggi-Line an. Siggi! Ach, Siggi, kommst du auf Sleipnir rein galoppiert? Oh, Siggi hat sich als Odin verkleidet. Mit nur einem Auge. Also Siggi, man muss es ja auch nicht übertreiben, gell? Stellst du dich hier als Gott dar? Meinst du, wir beten dich hier an? Naja, er hat ja schon immer so ein bisschen einen Größenwahn gehabt und einen Highfly, ne? Also Siggi-Lein ist unser Maskottchen. Und er ist auch voll mit im Runik-Tarot-Fieber. Und habe ich uns mal hier so ein bisschen unser Plätzchen fertig gemacht. Ne? Wir haben die Orangenkalzite mit dabei. Da habe ich inzwischen einen zweiten, weil die gehören einfach zusammen. Also auch Steinwesen senden Feelings aus. Ja, und das ist einfach ein Pärchen. Ne? Also wenn ihr hier mal guckt, seht ihr, dass das so ist. Hier, guckt mal, der hat ja hier so eine richtig große Nase, ne? Auge, Auge, Mund, das ist er, ne? Und das ist sie. So, die beiden gehören einfach zusammen. Ne? Und das habe ich dann halt auch gleich erkannt. Ja, und dann haben wir hier unsere beiden Göttinnen. Die eine hat zu geben, die andere hat was zu kriegen. Ne? Das ist die, die gibt. Das ist die, die was zu kriegen hat. Die haben ihren eigenen Kristall, den Amethyst. Außerdem haben wir heute mit dabei Hugin und Munin, ne? Die beiden Raben. Dann unseren kleinen Bergkristall, der so zauberhaft schön ist und der für Halt und Geborgenheit steht. Ich habe ein Kerzchen an. Das musste ich leider alles schon vorher machen, weil ich ja mit einer Hand bin. Ne? Und weil ich auch in den Kommentaren gelesen habe, dass euch die Steinwesen so begeistern, möchte ich euch heute mal ein Elestial vorstellen. So, schaut mal da. Das ist ein Elestial. Was sehen wir? Ein schönes Durcheinander. Ne? Ein Elestial wird auch Fensterquarz oder Skelettquarz genannt. Und er macht ganz einfach die Dachluke auf und verbindet Himmel und Erde, kann man so sagen. Das ist das, was man im Netz liest. Tatsächlich zeigt mir dieser Kristall ein ganz starkes Wachstum. Also wir sehen ja hier ein totales Durcheinander. Das liegt daran, dass Elestiale eigentlich beginnen, ganz normal zu wachsen. Tja, und dann kommt das Leben dazwischen. Es ist wirklich so. Die werden von anderen Schichten überlagert. Und das normale Kristallwachstum wird dann ja durch äußere, schnelle Ereignisse verändert. Ne? Und so entstehen eben auch, oder so entsteht die Vielschichtigkeit dieses Kristalls. Und jetzt sehen wir, dass bei diesem Kristall hier am Ende eine ganz klare Spitze zum Vorschein kommt. Und deswegen ist das ein Bote, der sagt, dass er dabei unterstützt,
ja, von dem Chaotischen in die neue Ordnung zu finden. Ne? Also das ist ein ganz, ganz starker Helfer, der sagt, glaube daran, ne? Am Ende wird das Beste zum Vorschein kommen. Egal, wie chaotisch alles war. Und der ist ja so im Ganzen, schaut mal da, das ist im Endeffekt ein Doppelender. Ne? Also der hat hier oben schon eine abgeschlossene Fläche und eine Spitze, kritze schief. Ne? Und auch hier unten, da fehlt nichts bei dem. Der ist voll vollendet und hat in seiner Vollendung sein Bestes zum Vorschein gebracht. Also finde ich spannend. Ne? Hat auch so ein bisschen was von einem Pferd. Ne? Es leibt mir. Und ja, Kristalle, wenn du mit denen wirkst, oder Steinwesen, die können dich natürlich unglaublich in deinen Prozessen und in deiner Heilarbeit unterstützen. So, außerdem ist es soweit, die Saison ist eröffnet. Ich weiß nicht, ob man es noch sieht. Es gibt Kaffee mit Zimt. Ne, es ist hier also alles beim Alten. Und ja, ich brauche jetzt erstmal ein Schlückchen Kaffee, bevor wir in die Karten starten. Der Knaller war gestern. Ich habe ja so in meinem Dachgezwitscher ja, so ein paar Beispiele reingebracht. Ne? Wer könnte denn das Gegenüber sein? Beispielsweise der Pfarrer oder der Bürohengst oder eben der Bürgermeister. Und ich habe mich ja heute Morgen weggehauen, als da ein Kommentar stand, es ist wirklich der Bürgermeister. Ich habe mir gedacht, wie muss man sich fühlen, wenn man so zur Unterhaltung, ne, so eine Kartenlegung schaut, und man hat was mit dem Bürgermeister am Laufen und auf einmal wird genau das erwähnt. Ich habe mich ja bald, also ich finde es genial, ne? Also das ist so, das sind so diese Zufallstreffer, die einen dann wirklich, ja, vom Schlitten fegen, gell? Was soll ich sagen? Aber genau das macht ja dann auch so Freude oder bringt uns zum Lachen oder man denkt, das kann doch alles nicht sein. Deswegen bleiben wir dran, ne? Mit der Kartenlegerei und gehen jetzt tief rein. Ich freue mich total, jetzt mit euch in den Runik-Tarot einzusteigen. Ja? Ihr findet alles in der Infobox verlinkt, sowohl den Runik-Tarot als auch mein eigenes Kartendeck und natürlich den Weg zu den Tassen im Runik-Tarot. In der Infobox, ne, wenn ihr auf mehr klickt, da findet ihr alles. Den Jack Soul Angel Shop, wo ihr Erat Aliquando stöbern könnt, Tassen und viele schöne andere Dinge oder eben alle Kartendecks, mit denen ich lege. Na, da ist alles zu finden, das ist eine Ehrensache. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, ihr Süßen, lasst uns in die Karten starten. Keltisches Kreuz geht immer, ne? Es wird ein keltisches Kreuz, habe ich das überhaupt schon erwähnt? Ich weiß es gar nicht mehr, das ist ja schon wieder vorbei. Mein Intro ist rum. Ich ziehe mit der rechten Hand, aber in meinem Herzen ist es die linke, so kann ich einfach besser filmen. Ja? Und wir schauen mal, worum geht es denn hier? Ne? Hier zieht es mich hin, ich bin ein guter Kartenzieher. Ne? Schaut euch das an, die vier der Stäbe. Hier geht es um ein Willkommensein. Ist das nicht schön? Also das ist für mich in den Karten eine der wirklich herrlichsten und schönsten Darstellungen der vier der Stäbe. Guckt euch mal diese Innigkeit an, wie er sie hält. Und vor allen Dingen auch, wie er sie festhält und wie sie sich hingibt. Und er ist ja stark auf sie fixiert. Und sie schaut aber so ein bisschen an ihm vorbei. Ne? Das finde ich also auch sehr, sehr spannend. Und auf der Vier der Stäbe, da ist nämlich der Herrscher. Nee, Quatsch, bin ich jetzt bescheuert? Quatsch, vergesst wieder, was ich gesagt habe. Wir sind ja nicht im Herrscher, wir sind ja an den kleinen Arkana. Ne? Also da ist einfach ein Pärchen dargestellt. Wenn es jetzt der Herrscher wäre, dann wäre es Thor gewesen. Aber vielleicht ist es ja Thor. Ja, wer weiß das schon. Also bei den Göttern war ja immer alles möglich. Und ja, man muss auch dazu sagen, da hat ja jeder mit jedem. Ne? Es ist wirklich so. Also das ist hier schon ein ziemlich heißes Gerät. Schöner Mann, gell? Schöner Bizeps, fällt mir so gleich auf. Ne? Und ja, sie gibt sich dahin. Und wir haben hier also im Hauptthema eine Offenheit liegen. Ein Willkommen. So, das legen wir uns erstmal hier hin. Und schauen mal, was legt sich denn über diese Energie einer Begegnung, eines Haltens, eines Hingebens. Was legt sich denn da mit Erat Aliquando drauf? Die Realität, ja, also so könnte es was werden. Ne? Das kann in der Wirklichkeit geschehen. Ich sage immer kann, weil es eine allgemeine kollektive Legung ist. Und wir haben das Nichts. Also da ist alles offen. Es kann auch sein, dass vor dir eine völlig neue Begegnung liegt, für die einen. Oder dass du jemandem wieder begegnest, das wird kommen und
Dann haben wir hier aber ein freies Feld. Das kann sein, dass sich diese Begegnung ganz neu anfühlt, wie etwas, was du so noch nicht kanntest, weil die ganz leere Karte schenkt Raum. Es zeigt uns vielleicht auch, in die Erwartungsfreiheit zu gehen. Hier wird eine Begegnung kommen, aber die ist unter Umständen völlig anders, als du dir das gedacht hast. Ja, und dann schauen wir mal, wir nehmen die Runen mit dazu. Ich habe ja so ein bisschen gehadert, aber die wollen, die sind willig. Die Runen und Symbole und den Elestial legen wir mal hier in die Mitte. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. So, welche Rune oder welches Symbol legt sich denn auf diese Begegnung, die kommen wird und die völlig anders sein wird als gedacht? Das Glück wird gefördert. Also das ist eine Rune, die habt ihr mir mit der Post geschickt, weil ja hier der Runen-Community, nee, der Community-Runenbeutel, der Runen-Community-Beutel, ja, es ist der Community-Beutel, der wird ja hier fleißig gefüttert und diese Rune fördert das Glück. Wir haben das Gleichgewicht, ja, also die beiden sind schon im Gleichgewicht, ne? Also da ist eine Gleichheit, die empfinden sehr viel füreinander und mit Ansus, die da reingebunden ist in diese Gebo-Rune, ja, sitzt Gott am Ruder, ne? Das bezeichnet für mich auch, diese Begegnung wird herbeigeführt, mit der Realität soll die ganz einfach sein, ne? Und die wird aber anders als gedacht. Das ist was Neuartiges, was etwas gestaltet sich völlig anders, als du es jemals dir vorgestellt hättest. Ne? Das kann so oder so sein, aber schaut mal, das ist ja hier eine schöne Begegnung. Ne, aber es ist was völlig Neues, was dich hier erwarten kann in einer Situation, auf die du schaust. Okay, das legen wir jetzt mal hier an die Seite, denn ich brauche hier, ich habe hier nur begrenzten Platz, weil ich auch die Karten ziehen muss. Ne? Okay, das ist es. Das kreuzt es. Welche Energie kommt denn dazwischen? Das kann jetzt natürlich unterstützend sein. Diese Energie der Begegnung kann unterstützt werden, sie kann aber auch vereitelt werden. Licht wie Schatten im Tarot sind immer alle Kräfte enthalten. Was kommt dazwischen, was kreuzt es? Oh, und es wird unterstützt vom Schicksal. Also hier ist mit den drei Nornen, die sind ja unschwer zu erkennen, ne? Also Urd, Verdandi und Skuld, die hier auch das Web of Word, also das Schicksalsnetz weben, wird diese Begegnung herbeigeführt.de. Da gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist ausdiskutiert. Es wird herbeigeführt. Ne? Ich finde ja spannend, das Web of Word, das ist mir noch nie aufgefallen, weil das Spinnraden Erad Aliquando hat auch das Web of Word integriert. Das ist ja toll. Und in dem Web of Word findet ihr alle Runen. Also da sind wirklich alle Runen drin. Ne, und man sieht hier auch, die tanzen da auch nochmal so drumrum. Auch um das Spinnrad in Erad Aliquando tanzen auch alle Runen. Finde ich sehr, 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 sehr spannend. Also es soll hier so sein, Moment, das legen wir uns so raus und legen es erst dann auf die Seite. Das soll hier genauso sein, diese Begegnung, die wird unterstützt. So, die wird unterstützt, die kommt ins Weltliche. Auch hier wird das Glück gefördert mit der Binderune. Etwas wird völlig neu werden, völlig anders als gedacht. Und dann kreuzt hier noch das Schicksal rein. Und dann schauen wir noch mal weiter, was sich da noch dazu tut. Hinter der Rosenhecke, ne? Da wird also im Moment noch eine Kraft zurückgehalten. Ja, und hier haben wir noch mal das Spinnrad. Ne? Also hinter den Kulissen schmiedet das Schicksal einen Plan für euch. Ne? Also das ist ja mal genial. Ne? Hinter den Kulissen schmiedet das Schicksal einen Plan. Es kann auch sein, dass der Mensch, auf den du schaust, sich ganz stark zu dir hingezogen fühlt und dich schon die ganze Zeit beobachtet und dich schon ganz klar auf dem Schirm hat. Ne? Und ja, also hier steht Begegnung an. Guckt euch an, was hier passiert. Guckt euch an, was hier passiert. Und es fällt die Lagos. So, da haben wir noch die Gefühle, ja, um die man hier einfach nicht drum rumkommt. Schicksalhafte Gefühle. Also wie ist das mit den Gefühlen? Wenn du Gefühle hast, du fühlst etwas, so, dann ist es so. Du fühlst es so, wie du es fühlst. Da können 1000 Menschen dir sagen, fühl das nicht, es ist nicht richtig, pass da auf, dein Gefühl ist ja da. Ein Gefühl kann was ganz, ganz Schönes sein. Ein Gefühl kann aber auch sein, dass du ahnst,
oder dass dir schwant, da kommt nichts Gutes. Angst ist auch ein Gefühl. Und ein Gefühl, das ist, ja, das ist ein Kontaktpunkt oder das ist ein Punkt in uns, der getriggert wird und es ist dann so, wie es ist. So, dann kannst du ein Gefühl annehmen und mit einem Gefühl umgehen und du kannst auch, weil du in deiner, ja, mit der Kraft deines freien Willens und in deiner Eigenermächtigung bist, kannst du auch ein Gefühl kontrollieren. Wenn du vom Gefühl in eine Emotion kleidest, das heißt, von einer Verliebtheit in so eine dramatische Liebesenergie, ja, dann kommst du von dieser glitzernden Oberfläche, die dieses Gefühl eigentlich bezeichnet, in so einen Strudel, der dich nach unten zieht und dann fühlt es sich nicht mehr schön an. Dann hast du die Kontrolle über dieses Gefühl verloren. Dann kannst du dich runterziehen. Das ist auch mit Ängsten so. Die Angst an der Oberfläche ist ein Gefühl, es glitzert, du schaust hin, du nimmst es wahr, du nimmst es an. Du kannst es zur Kenntnis nehmen und du kannst es verändern. Du kannst eine Angst wieder verlassen. Wenn aber eine Angst dich kontrolliert, zieht sie dich runter. Und dann kann aus der Angst auch eine Panik werden. Ne? Panikattacken, ja, sind zum Beispiel solche Energien, die aus einer Angst heraus entstanden sind. So, also das Wichtige ist, dass wir im Gefühl bleiben und vermeiden sollten, in Emotionen abzukleiden, weil die Emotion immer tiefer geht und man wird emotional. Und wenn man emotional wird, macht man Dinge, sagt man Dinge, tut man Dinge, die man aus einer Neutralität heraus nie sagen oder tun würde. Wie wichtig das ist, habt ihr gerade mit der Underline-Kuckuck gehört, ja? So, das heißt, ein Gefühl ist ein Gefühl und hier ist ein Gefühl. Hier ist ein Gefühl da. Dieses Gefühl hat seine Richtigkeit, folgt einer Bestimmung. So, man kann es nicht dauerhaft verdrängen. Natürlich kann man ein Gefühl von sich weisen. Will ich nicht fühlen, habe ich nicht, kann ich nicht, mache ich nicht. Ja? Das Gefühl wird aber immer wieder an der Tür kratzen, weil es will gesehen werden. So, und wenn man ein Gefühl verdrängt, wenn man ein Gedränge verfühlt, ja, das passt irgendwie auch, ne? Dann ist das wie, wenn du versuchst, einen Ball unter Wasser zu halten. Du drückst den Ball runter, geht vielleicht auch ganz leicht. Stell dir vor, du hast so einen Wasserball, du drückst den unter Wasser, okay, geht ganz leicht. Aber irgendwann wird dein Arm schwer. Irgendwann ist das so. Halt doch mal 3 Minuten deinen Arm so, drück was runter, es kann auch was Energetisches sein. Mach das nur mal 3 Minuten und du wirst schon nach 30 Sekunden merken, langsam wird dein Arm schwer. Was passiert? Irgendwann packt man es nicht mehr, man lässt los und plopp ist der Ball wieder oben. So, und wenn man dann noch versucht, einen Eisberg unter Wasser zu halten, hat das Ganze noch ein bisschen mehr Bums, gell? Also, es bringt nichts. Ein Gefühl lässt sich nicht so einfach unterdrücken. Das ist wie, du bist in einer Situation und du bist zornig. Du hast einen Zorn im Leib, ja? Und dann sagt dir jemand ganz Weises, geh in die Liebe. Geh in die Liebe. Boah, du könntest dir gerade einen Finger in den Hals stecken. Ne? Also das ist in meinen Augen nicht möglich, weil die Energien wandeln sich immer vom Groben ins Feine. Wenn du im Zorn bist, bist du im Zorn. Dann geht es darum, diesen Zorn anzunehmen und diesen Zorn in Frieden zu wandeln. Aber das ist ein Prozess. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich gehe in die Liebe. Ich bin jetzt in der Liebe. Und in Wahrheit fühlst du gar keine Liebe. Also du kannst nicht lieben, nur weil es dir jemand sagt, dass es besser ist. Umgekehrt ist es ganz genauso. Du kannst nicht deine Gefühle abschalten, nur weil dir jemand sagt, schalt die mal ab. Ne? Bringt dir ja gar nichts. Und wenn man das versteht, dann weiß man, dass, ja, dass diese Gefühle, von denen wir hier gerade reden, halt einfach so sind, wie sie sind. Ne? Was man alles so versucht, um sie wegzuschieben, zu verdrängen, auszuschalten oder ein anderes Gefühl zu gehen, das bleibt halt beim Versuch. Aber Versuch macht klug, gell? Wie heißt es so schön? Versuch macht klug. Man stellt fest, es funktioniert nicht. Okay. Also, unterm Strich, annehmen, was ist, egal was es ist. Und wenn ich in einem Gefühl bin, was ich verändern möchte, weil ich zum Beispiel zornig bin, wütend bin oder ja, einen richtigen Hass habe, auch das darf ich annehmen, weil auch diese Erfahrung gehört zum Menschsein dazu. Und wir dürfen uns daran erinnern, wir sind Menschen und wir sind hier auf der Erde, um menschliche Erfahrungen zu machen. .de. Und manchmal ist das Ganze spirituell verwaschen und weichgespült
Und da sage ich dann immer ganz klar, hier gehen wir in die Erdung und trinken mal ein Bierchen drauf. Ne? Weil erlaubt euch, Mensch zu sein, mit allem, was ihr fühlt. Nimmt es an, aber lernt, es zu kontrollieren. Ne? Daran können wir wirklich aktiv arbeiten. Ne? Wenn ich zum Beispiel in einem richtigen Hass bin, dann kann ich daran arbeiten. Also es kommt ja immer darauf an, was man schlussendlich auslebt. Ja? Und wenn ich in einer tiefen Liebe bin, ne, kann ich an dieser Liebe arbeiten. Ich kann daran arbeiten, mit dieser Liebe umzugehen. Ja, aus der Liebe ist noch nie was Schlechtes entstanden. Ne? Aus gelebtem Hass schon. Das ist der Unterschied. Okay, Botschaft ist durch. Das ist es, das kreuzt es. Fürs Protokoll, hier soll eine Begegnung stattfinden. Die wird auch stattfinden, weil es ganz einfach eine Bestimmung ist. Und hier sind Gefühle ganz einfach auch schicksalhaft. Die haben einfach ihre absolute Bestimmung. Und es kann auch sein, dass hier jemand seine Gefühle beobachtet oder dich aus seinem Gefühl heraus beobachtet, dass dich jemand sehr gefühlvoll beobachtet. Und die Lagos-Rune kann auch bezeichnen, dass hier was ins Fließen kommt, dass dieses Spinnrad sich anfängt zu drehen und merkt ihr, wie es auf einmal hell wird. Und in diesem Moment fällt hier Licht ein. An einem wirklich tristen Tag. Ne? Genau in dem Moment, wo ich es gesagt habe, wird es bildheller. Okay. Das heißt auch, mein ganzes Gesülz über Gefühle und was sie machen, wo sie herkommen, wie sie funktionieren, sollte so sein. Ne? Okay. Hatte alles seine Zeit, weil sonst wäre es jetzt nicht hell geworden. In dem Moment, wo ich was Bestimmtes sage. So, das ist, das kreuzt es. Jetzt kommen hier die Einflüsse der geistigen Ebene, Licht wie Schatten, mit ins Spiel. Ne? Und ich habe das Gefühl, wir ziehen mal hier bei den Raben. So, da haben wir die Kraft. Also, das Universum unterstützt diese Energie, die hier auf dem Tisch liegt, mit der Kraft der Zuneigung. Wir haben hier nämlich, und es ist wirklich so, ich habe mich nicht geirrt, die Thrud, ne? Die Thrud, und das ist die Tochter von Thor und Sif. Und ist ein schönes Mädchen. Ne? Schaut mal, wie sie dasteht. Wie sie den Bären annimmt. Wie sie sich ihm zuneigt. Da ist eine Hingabeenergie. Da ist ein Vertrauen. Und der Bär trägt hier die Rune Vunjo. Das ist so dieses, es wird alles gut. Dieser Bär weiß, es ist gut, sich hier zuzuneigen. Er gibt sich richtig hin, er hat die Augen geschlossen, die beiden sind Stirn an Stirn verbunden und das wird hier unterstützt. Also die Energie der Zuneigung wird hier vom Universum in deiner Situation gefördert. Und man sieht hier auch, sie geht ja auf den Bären zu, sie geht auf ihn zu und er lässt es geschehen. Das ist ein absoluter Gleichklang, eine absolute Harmonie der Kräfte, die ich durch diese Karte wahrnehme. Ne? Also das ist so, so schön. Dann schauen wir mal. Hier wollen wir hin. So, da haben wir noch das Rehkitz. Das ist schützenswert. Ja? Die Energie von Schutz oder auch von hohem Wert, der sich auf diese Begegnung hier legt, kommt von den geistigen Reichen rein. Diese Energie ist schützenswert. Und wir haben hier noch deine Seele. Ne? Also da wird ganz klar auch diese feminine Seite unterstützt. Also auch, da kommt mir wieder rein, dass dieser Mensch hier dein Beschützer ist. Du bist schützenswert. Jedoch gibst du auch diesem Gegenüber, der sich hier als Bär zeigt, ganz, ganz viel. Ne? Also dieser Bär, ja, beschützt dich, er beschützt deine Seele. Das wird vom Universum reingegeben aus den Ätherreichen. Doch du gibst ihm ja auch etwas. Der atmet ja richtig bei dir tief ein und aus. Also ich habe dieses Gefühl, dass dieser Mensch bei dir zur Ruhe kommen kann. Das ist ein Beschützer und das lag jetzt erst, wann lag das? In den Gefühlen des Gegenübers. Das war der mit dem Wolf tanzt. Dieses Video, habe ich das Gefühl, schlägt hier in diese Kerbe. Das ist ein Beschützer,
Das ist eine Seele, die auf dich aufpasst. Das ist eine Seele, ja, der du begegnen wirst oder wieder begegnen wirst. Es kommt darauf an, ob du diesen Menschen kennst oder ob das jemand Neues ist. Das ist eine Energie, die schaukelt sich schon hoch hinter der Rosenhecke. Da tut sich was, da gibt's Wasser auf die Mühlen, ja, mit der Lagos und dem Spinnrad. Und diese Begegnung wird herbeigeführt, die wird auch unterstützt mit der Binderune Gebo Ansus. Und aus den Ätherreichen wird sie nochmal unterstützt, die Energie der Zuneigung, dieses Schutz, also er wird das Bedürfnis haben, dich zu beschützen. Aber das, was von dir kommt, das gibt diesem Menschen unglaublich viel. Und da kommen eure Energien in Harmonie. Also mir kommt hier eine totale Harmonie rein, von Geben und Nehmen. Ja, das ist also ganz, ganz zauberhaft. Und ja, deine Seele wird hier auch beschützt, egal auf was du schaust. Über dir schwebt hier ein Schutz. Das ist so. Und auch du hast was zu geben. So, wenn ihr jetzt sagt, ja, meiner hier, ne, meiner, mein Bürgermeister, mein Chefarzt, mein Bürohengst, der hat aber genau das Gegenteil gemacht. Ja, der hat mich nicht beschützt. Im Gegenteil. Dann darf er es lernen. Dann darf er es lernen. Oder hier liegt eine völlig andere Energie am Tisch. Ne, fühlt mal rein, wie es stimmig ist. Aber wer hier, also es berührt mich ja jetzt schon wieder zutiefst, ne? Es berührt mich zutiefst, wer hier in Resonanz geht, der fühlt schon, ob es die Legung, also ob es seine Legung ist. Ne? So, welche Rune liegt denn hier auf der Ätherenergie, auf der Sanftheit, auf der Hingabe? Hier haben wir schon wieder den Schlüssel zum Herzen. Also wenn du diesem Menschen begegnest, diesem hier, das macht was mit euch beiden. Also hier liegt eine Herzöffnung drauf, die wird auch noch von Eder unterstützt. Was soll ich dazu noch sagen? Ne? So, das ist es, das kreuzt es. Ordnung am Arbeitsplatz. Das krönt es. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, nämlich die Basis dieser Beziehung. Die Basis dieser Beziehung. Oh! Jetzt würde ich ja schon fast sagen, leck mich am Ärmel. Es geht hier um einen Verrat. So, passt auf. Entweder soll hier genau das geheilt werden. Ich bin jetzt sehr gespannt auf Erat Aliquando, der sich hier gleich zu der Schwert 7 dazu gesellen wird. Oder das ist die Basis eurer Beziehung, dass dieser Mensch dich genau, was diesen Verrat betrifft, fest in seine Arme schließt. Vielleicht bist du verraten worden. Ich habe hier bei diesen Karten nicht das Gefühl, dass dieser Mensch ein Verräter ist. Überhaupt nicht, das kommt mir nicht rein. Sondern das kann, Verrat kann das Thema sein, worauf diese Beziehung aufbaut. Das kann ganz tief in der Tiefe liegen. Vielleicht habt ihr euch in einer Inkarnation auf einer völlig anderen Ebene irgendwann mal verraten und jetzt ist der Auftrag, diesen Verrat in die Heilung zu bringen. Vielleicht war er ja mal dein Judas. Wer weiß das schon? Hier muss was geheilt werden. Vielleicht hat er dich mal verraten, vielleicht wird er ja vom Verräter zu deinem Verteidiger. Dir ist vielleicht auch auf irgendeiner anderen Ebene Verrat widerfahren und jetzt wirst du beschützt. Ja, das ist ein Mensch an deiner Seite, der dich durch eine solche Situation trägt. Und wir schauen mal, hier wird nämlich mit den 7 Meilenstiefeln diese Energie verlassen. Und hier kommt die Ordnung wieder. Ja, oder das ist so, das ist die alte Ordnung, die hier verlassen wird. So, wo haben wir denn die neue Ordnung? Die neue Ordnung ist mit euch in Zeit. Also, das ist hier ein, hier, jetzt haben wir es, es ist ein Zeitsprung. Ich habe es gleich gesagt. Hier wird ein Zeitsprung gemacht. Das ist eine alte Basis. Euch beide verbindet auf einer anderen Ebene, auf einer Ebene, die ihr bereits erfahren habt oder gerade erfahrt. Ihr wisst ja, wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich immer sage, es ist alles jetzt. Ich erkläre es euch kurz. Wir sind multidimensional. Als Seelen sind wir multidimensional. Ich bin Kraft meines Hellwissens fest davon überzeugt, dass wir hier in diesem Moment lediglich in einem Bewusstseinszustand sind, dass wir aber zeitgleich
alle Leben gleichzeitig leben. Es gibt für mich keine früheren Leben. Also diese Zeitlinie, auf der wir unterwegs sind, die empfinden wir im Hier und Jetzt in diesem Bewusstsein, aber die kann man nicht auf Inkarnationen umlegen. Ja, dass wir sagen, oh, ich habe schon mal hier 1628, ne, da war ich, was weiß ich, Graf Koks, keine Ahnung was. Ich glaube da nicht dran, überhaupt nicht. Fühlt sich für mich nicht stimmig an, sondern für mich fühlt sich stimmig an, dass wir hier und jetzt in diesem Moment, in diesem Bewusstsein sind und zeitgleich jetzt in diesem Moment auch auf dieser Ebene unterwegs sind. Und wir haben jetzt in dieser Energie die Gelegenheit, diese Ebene zu heilen, weil alles sich gegenseitig beeinflusst. Wenn wir uns an alles erinnern würden, ne, wenn wir jetzt wüssten, wenn unser Bewusstsein zeitgleich in allen Erfahrungen sind, die wir jetzt gerade machen, würden wir das nicht verkraften. Das würden wir nicht verkraften. Also unsere Seele würde implodieren. Wir würden einen kurzen kriegen. Sagen wir es mal so, die Sicherung würde rausfliegen. Irgendwie so. Also wir würden uns total zerschießen. Es würde uns total zerschießen. Und deswegen sind wir immer in einem Bewusstsein in diesem Moment präsent. Und das gilt aber für jede Bewusstseinsebene. Und in dieser Erfahrung hier wird eine alte Begegnung, ein alter Verrat, eine alte Ordnung verlassen. Und hier ist dieser Zeitsprung drin. Und der bringt uns hier an den Tisch. Könnt ihr mir folgen? Und das fühle ich so, dass es so ist. Das habe ich nirgendwo gelesen, das fühle ich einfach, das weiß ich. So, und da ziehen wir uns jetzt noch ein Symbolchen drauf, ne? Jedoch, und das ist ganz wichtig, fühl, was du fühlst. Ne? Ich möchte hier niemanden belehren oder bekehren. Und schaut mal hier, haben wir die zwei Sonnen drauf liegen. Und das ist ein Knall. Ne, also ich bin davon überzeugt, auf irgendeiner tiefen Ebene hat sie richtig gerabbelt. Ne? Zwei Sonnen sind kollidiert und wir haben hier und jetzt in dieser Begegnung, die stattfinden soll, die große Chance, diese alte Basis in die Heilung zu bringen. Das ist eine andere Ebene, wo wir jetzt in diesem Moment auch sind, die wir aber gerade nicht im Bewusstsein haben. Wir sollen uns aufs Hier und Jetzt, auf die Heilung und auf diese Zuneigung im Hier und Jetzt konzentrieren. Aldo Faldo. Also das ist mal ein Auftrag. Da brauche ich erstmal ein Schlückchen Zimtkaffee. So. Das ist es, das Kreuz, das Grün ist, das trägt es. Wenn es zuvor geschah, ne? Wollen wir mal reingehen. Was zuvor geschah? Oh, da liegt er. Also da liegt das Gegenüber als Herrscher drin. Hier hat etwas mit ihm zu tun. Das ist Thor. Also nicht zu übersehen, wir erkennen ihn an der Rune Thurisas, an seinem Gürtel, ne? Und natürlich hier Mjölnir, Thors Hammer und die beiden Widder. Ne? Vielmehr die beiden Ziegen, sorry, ich habe mich versprochen, weil im normalen Tarot wird der Herrscher immer mit Widder-Energien dargestellt. Das sind natürlich die beiden Ziegen, die im Übrigen ihn nähren. Ne? Also die werden immer wieder geschlachtet und von ihm verspeist. Und er darf aber die Knochen nicht beschädigen, weil die am nächsten Morgen sich immer wieder inkarniert haben. Also die nähren ihn, kommen aber immer wieder. Und es gab ja einmal dann so einen Zwischenfall, wo ein Junge an den Knochen gekaut hat und dann war eine Ziege verletzt. Ne? Also es gibt viele spannende Geschichten in der nordischen Mythologie. Müsst ihr euch mal durchschwögern. Das ist ganz großes Kino. Ja, auf jeden Fall, er liegt hier auf der Vergangenheitsebene, was zuvor geschah. Dann schauen wir mal, was sich zu ihm legt. Die Dorfkneipe, ein öffentlicher Ort also. Und ja, wisst ihr was? Dieser Mensch, mit dem du dich jetzt hier begegnest, weil die männlichen Energien sind immer die Gegenüberenergien. Und hier ist ja diese Begegnung, so ging ja hier unsere Reise los. Er zeigt hier einfach seine Vergangenheit. Das ist ein Lebemensch. Das ist einer, der sehr öffentlich ist, der sehr viel im Draußen ist. Ja, öffentliche Person. Jemand, der sehr bekannt ist, der in der Gesellschaft ist oder der einfach auch in der Öffentlichkeit steht. Nur das immer wieder beim Bürgermeister, beim Chefarzt, beim, keine Ahnung, das ist auch hier mit dem Herrscher jemand, der Einfluss hat. Der viele Menschen kennt und man kennt ihn. Und
der liegt hier auf der Vergangenheitsebene. Und wisst ihr, was mir reinkommt? Der ist schon die ganze Zeit Teil der Situation. Das war der schon lange, bevor du es wusstest. Jetzt weiß ich ja, dass viele schon auf ältere Verbindungen schauen, ne? Du und dein Gegenüber. Das kann aber in die tiefe Vergangenheit gehen. Ne? Es kann auch sein, dass er dir deshalb aufgefallen ist, dass er so in dein Leben kam. Das ist einfach, also es bezeichnet schnöde, dass dieser Mensch schon in der Vergangenheit Teil dieser Situation war und dass er hier auch eine große Rolle spielt vor allen Dingen. Weil wir haben ja hier nicht nur eine Vergangenheit, also eine Urtenergie, sondern wir haben ja hier auch eine Verdandi-Energie und wir gehen ja auch in die Skuld und es, die drei können aber nur zusammen existieren. Ja? Also es gibt hier keine Prophezeiungen oder hin und her, sondern wir sind an einem Punkt in einer gegenwärtigen Energie, wo wir den Moment versuchen zu erklären, wie diese Geschichte hier sich weiterentwickelt, wenn die Energien so weiterlaufen, ja. Und es kann sich natürlich in jedem Moment immer alles ändern. Das liegt aber an jedem Einzelnen, ne? Das liegt an jedem Einzelnen. Aber wenn es so weiter